Hallo und herzlich willkommen bei Aduis. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach diesen Solarflieger von Aduis bauen könnt. Kommt mit in unsere Bastelwerkstatt. Zeichne die Bohrungen Durchmesser 3 mm auf Teil D. Bohre die Löcher Durchmesser 3 mm. Die hintere Bohrung durch das ganze Rohr bohren. Schneide die Schablone von Teil E aus und klebe sie auf. Bohre die Löcher Durchmesser 3 mm. Schneide Teil E aus. Klebe Teil E auf das Rohr D. Schneide die Teile F, G und H aus und klebe sie auf das Rohr D. Stich die Löcher vor und bohre sie mit dem Durchmesser 3 mm. Säge die Teile mit der Laubsäge aus. Arbeite die Kanten mit Schleifpapier nach. Stecke Teil B auf den Schweißdraht und leime Teil B auf Teil A. Befestige eine Lüsterklemme auf dem Schweißdraht. Bohre die Löcher Durchmesser 3 mm laut Schablone in Teil C. Säge Teil C mit der Laubsäge aus. Stecke die Solarzelle auf Teil C und schraube die Muttern der Solarzelle fest. Schneide die Teile K und L vom Schweißdraht ab. Befestige Teil K mit einer Lüsterklemme. Biege Teil L und fädle es durch die hintere Bohrung. Biege das Ende schräg um. Bohre mit einem Durchmesser von 3 mm. Stecke die Lüsterklemme auf den Schweißdraht. Stecke die Teile L und K ein und fixiere sie. Fädle die Kabel auf. Isoliere die Enden ab und verbinde sie miteinander. Stecke den Propeller auf und schiebe den Motor in das Rohr.